Thema des YouTube-Algorithmus. Da gab es ja jetzt schon einige Videos von anderen YouTubern, größeren YouTubern zu. Nur ich möchte jetzt mal sagen, übrigens, das ist... Ich habe nichts anderes. Ich möchte jetzt nur mal sagen, wie das mich betrifft. Und zwar habt ihr bestimmt mein letztes Garen... Beziehungsweise ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr gesehen haben. Mein letztes Garen Earth 2K17 hieß es, glaube ich. Oder Garen Main 2K17. Hat ein Drittel der Aufrufe und alles, die ganzen Stats, ein Drittel praktisch nur bekommen. Weil einfach der neue YouTube-Algorithmus beschreibt, wenn du nicht täglich was hochlädst, fuck you, wir werden es keinem zeigen. Und das Problem in der Sache ist, vielleicht wird jetzt auch hier niemand das Video sehen, das Problem an der Sache ist, dass ich halt nicht auf Videos machen kann oder keine Lust auch gerade dazu habe. Wenn ich mal Lust habe, dann setze ich mich mal 4-5 Stunden an einem Garen Earth Video und dann schneide ich das 4-5 Stunden und dann bringe ich es hoch. Aber ich finde es halt scheiße, dass es niemand praktisch oder nur ein Drittel der Leute, die das letzte gesehen haben, dieses hier sehen oder dieses Earth Video sehen, dieses Video sehen, jedes Video von mir ist davon betroffen eigentlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jeden Tag Minecraft hochladen soll oder ob ich jeden Tag ungecuttet LOL hochladen soll oder ob ich mich jeden Tag 4 Stunden hinsetzen soll. Weil alles macht für mich relativ wenig Sinn. Für meinen Lebensstil. Und ja. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich werde das Video wahrscheinlich heute noch hochladen, wenn das hier nicht so scheiße ist mit der Qualität her. Das musste ich mir jetzt halt ausleihen. Sonst hätte man gar nichts verstanden. Die Fälle, vielleicht hört man nichts verstanden. Hat man auf jeden Fall mit dem Mikrofon von der Kamera gehört, die Grille. So, und ich werde mal gucken, vielleicht finde ich eine Lösung, vielleicht werde ich jeden Tag Minecraft hochladen. Mal gucken. Auf jeden Fall muss irgendwas passieren, weil der YouTube-Algorithmus, ich hatte doch gehofft, das geht nur so 2-3 Wochen, aber es geht jetzt schon länger. Und ja, mal gucken, wir werden bestimmt irgendwas finden, aber es werden auf jeden Fall nicht alle zufriedengestellt werden. Das ist nie so eigentlich. Ich wahrscheinlich auch nicht und ja, ich hoffe mal, man hat alles verstanden, was ich sagen wollte. Tschüss.